Wie hat euch der Immobilien-Tag Starke Regionen bis jetzt gefallen? Ausgezeichnet. Wir haben wirklich zuerst gerade geredet, dass die heutige Veranstaltung natürlich kleiner ist wie in Wien, aber die Gespräche waren intensiver. Die Kontakte waren auch intensiver und tiefgreifendere Gespräche hat es auch am Podium gegeben. Und ja, man kann was lernen. Ich habe es auch schon gepostet. Alle, die bei der Gezo-Tagung dabei sind, haben einen Vorsprung. Wie gefällt es dir heute bei uns? Sehr, sehr gut. Wie gesagt, gratuliere euch zu dieser Veranstaltung. Punkt 1, sympathische Gastgeber, sehr kompetent. Tolle Runde, die hier ist. Ein breites Spektrum an Themen, die hier angeschnitten werden und vertiefende Gespräche geführt werden. Bitte mehr davon. Also mir gefällt sehr gut. Ich habe wieder wirklich sehr viel mitgenommen, eigentlich ganz in den ganzen Vormittag, den ich jetzt schon hier bin, und freue mich auch schon wieder, wenn jetzt auf den Nachmittag, was ich wieder alles an Inputs bekomme, das mein Wissen bereichert. Was ich sehr faszinierend finde und worüber ich auch sehr dankbar bin, ist nahezu jede Veranstaltung, wo sich eine Branche vereint, über den Ist-Stand zu reden, über die Zukunft zu reden, über die neuen Möglichkeiten zu reden, bleibt immer wieder was hängen. Man lernt sich kennen, man findet Kontakt und ich habe mich heute sehr gefreut, auch einen jungen Vertreter mit über die Themen KI sprechen zu hören und auch darin zu sehen, dass es da das ein oder andere Möglichkeit gibt, die ich, und ich habe ihn schon angesprochen, auch verwenden könnte, einfach neue Vermarktungswege zu gehen oder auch anders die nächsten Generationen anzusprechen. Also nicht stehen zu bleiben und so eine Verknüpfung, und da bin ich sehr dankbar und danke auch für die Einladung heute. Sehr gut. Also die verschiedenen Facetten von der Immobilienbranche, die verschiedenen Richtungen von KI über die Nachhaltigkeit bis zu den von Immobilienträgern, Bauträgern etc., die verschiedenen Meinungen zusammenzuschließen und darüber sich ein Bild zu machen, wo die Reise hingeht in der Branche, ist natürlich auch wichtig für uns, um uns weiterzuentwickeln, und dazu dient diese Veranstaltung perfekt. Mir gefällt es sehr gut. Die Vorträge finde ich alle rundum interessant, sehr, sehr interessant. Es bringt wieder mal ein Gesamtbild zum Vorschein mit vielen, vielen Innovationen auch dabei. Und das ist immer wie so ein guter Impulsgeber auch für uns, dass wir einfach wissen, weil wie entwickelt sich der Markt, wo können wir unsere Kunden noch weiterentwickeln. Und das finde ich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin wirklich ganz begeistert, weil es einfach so viele unterschiedliche Firmen sind. Das ist ein total persönlicher Austausch in total unterschiedlichen Bereichen. Es ist einerseits vom Bau, dann wieder von Architektensicht. Dann rede ich über Nachverdichtung. Dann kommt der Nächste und sagt, er hält nichts von Nachverdichtung, weil er würde es gern so machen. Also es ist so super, weil es so viele Sichtpunkte gibt. Es ist ein klares Feedback. Es ist eine klare, man zeigt auch, wo es Themen gibt. Als Rechtsanwältin ist man halt eher am Bürotisch quasi, wo man dann die Verträge aufsetzt. Aber jeden Vertrag aufzusetzen, ohne den Markt, die Markterwartung und die Branche zu kennen, funktioniert nicht. Deswegen bin ich extrem froh, heute da zu sein.